Frau Günther, könnten Sie bitte einfach mal ganz kurz einen Überblick darüber geben, wie bei uns in Deutschland überhaupt Energie gewonnen wird, ob das den Bedarf deckt und wie es in Zukunft aussehen soll? Ja, sehr gern. Ja, unsere Energie deckt natürlich unseren Bedarf, sonst würde es uns ja sehr schlecht gehen. Aber wir gewinnen die Energie noch sehr überwiegend aus fossilen Energieträgern, Öl, Gas, Kohle. Und nur 15% unseres Gesamtenergiebedarfs kommt aus Erneuerbaren. Und das nehmen wir normalerweise so gar nicht wahr. Und das liegt daran, dass wir fast immer nur über Strom reden. Und Strom ist aber nur ein Fünftel, also 20% des Gesamtenergiebedarfs. Und Elektroenergie, also Strom, decken wir fast zur Hälfte jetzt schon über erneuerbare Energie. Davon ganz viel Wind, also die Hälfte etwa, und der Rest zu etwa gleichen Teilen von Photovoltaik und Biomasse. Und wie soll es werden? Tja, wir wollen bis 2045 CO2-neutral werden. Und das wird den Anteil des Stroms an unserem gesamten Energieverbrauch drastisch steigern. Und wir haben ja hier einen Vertreter der Industrie, aber der Verband der chemischen Industrie hat also unlängst abgeschätzt, also wenn Sie ganz CO2-frei werden wollen, dann brauchen Sie viel mehr Strom, als wir überhaupt zurzeit haben. Und wenn Sie Ihren CO2-Ausstoß um 60% verringern wollen, dann brauchen Sie mindestens den Strom, den wir jetzt schon mit den erneuerbaren Energien produzieren. Also ja, wir können unseren Bedarf decken und die Aufgabe ist trotzdem noch sehr groß. Da liegt noch einiges vor uns. Herr Streibel, erklären Sie doch bitte mal, warum sind denn die Strom-, Gas- und Ölpreise so wahnsinnig hoch im Moment? Ja, das hat natürlich mehrere oder verschiedene Gründe, dass die Strompreise heute also sehr hoch sind. Das eine liegt natürlich also auch, dass zum Beispiel viele Stromanbieter auch, gerade die Billiganbieter, eine Geschäftsaufgabe gemacht haben, beziehungsweise am Markt nicht mehr bestehen konnten und man so also zu ja, Notstromanbietern zu teuren wechseln musste. Das andere ist natürlich auch Corona-bedingt, dass hier, also jetzt, wenn wir so aus Corona jetzt langsam wieder rauskommen, dass die Wirtschaft wieder durchstartet und dass man da natürlich auch mehr Strom braucht, mehr Strombedarf hat und dadurch der Verbrauch natürlich höher und damit auch die Preise höher werden. Das andere ist natürlich auch saisonal bedingt. Gerade im Winter brauchen wir einfach mehr Strom. Es ist länger dunkel, also die muss auch mehr geheizt werden. Wir haben auch mehr elektrische Einrichtungen, führt zum Heizen, zum Beispiel Wärmepumpen, die auch wieder mit Strom laufen. Also das heißt, also der Stromverbrauch ist gestiegen und dadurch also ist natürlich auch dadurch ein gewisser Mangel da, der dann also teurer wird. Aber auch die Sache, dass man verstärkt jetzt im Winter auch auf Gaskraftwerke zurückgreifen muss. Und da macht natürlich der Gaspreis auch was aus, dass man auch nicht so viel auf PV-Anlagen greifen können, weil es im Winter halt einfach dunkler ist wie im Sommer, dass hier also über die PV-Anlagen weniger Strom produziert wird wie im Sommer. Und das auch eine weitere Sache, dass das Netzentgelt zur Finanzierung des Stromnetzausbaus, dass das gestiegen ist. Also jeder Kilometer, der in Strom fließt, ist einfach teurer geworden. Und da gibt es anscheinend auch noch Überlegungen der Ampelregierung in Berlin, die einfach das nochmal teurer machen wollen, wenn der Strom von der Quelle zum Verbraucher fließt. Umso weiter der Verbraucher weg ist, umso teurer wird es. Also umso näher man an der Quelle ist, umso billiger. Also das sind alles Dinge, die also hier das verteuern, dann natürlich auch, sagen wir, geopolitische, außenpolitische Situationen, die ganze Situation Russland, Ukraine, dieser ganze schwelende Konflikt ist natürlich auch nicht dazu geeignet, dass die Strompreise und Gaspreise dann günstiger werden. Also man ist da auch in diesen Abhängigkeiten drin und dann natürlich auch die gesteigerte Nachfrage gerade von Treibstoffen, gerade auch in den USA mit für Ölförderproblemen und das treibt dann auch wieder die Ölpreise an. Also wir sind gerade in einer Spirale des teurer werdenden Energiebedarfs, also und von das schlägt sich natürlich auf den Strom nieder und auch letztlich auch auf die Haushalte. Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir gegensteuern können.